wir sind hier unterwegs zur Toyplosion, mein Bruder und ich. Wir haben echt das Auto voll, wie ihr seht. Und es wird echt spannend. Ne? Wir haben natürlich noch über, 400 Kilometer sind noch vor uns. Und 100 haben wir schon hinter uns. Also es wird sehr abenteuerlich und wir freuen uns echt tierisch. So, das ist erstmal der Anfang. Ne? Wir nähern uns dem Ziel langsam, aber geduldig. Hallo und willkommen von der Toyplosion. Mal sehen, ob euch mein Beitrag gefällt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles zusammenschneide. Ich zeige euch meinen eigenen Stand und ich zeige euch genug Bilder von der Veranstaltung. Die ist einfach großartig. Ich bin jetzt schon geflasht und es ist noch gar nicht offen. Wir sehen uns. Was für ein Mega-Event diese Toyplosion doch war. Es ist jetzt Dienstag, also im Endeffekt drei Tage nach der Toyplosion. Das war eine Explosion, eine Plosion der Extralative. Mir fallen nicht mal die richtigen Worte dazu ein, weil es war so überwältigend und ein Riesenspaß. Also ich habe das Ticket hier immer noch liegen. Das bekommt auch einen Ehrenplatz bei mir in der Sammlung, weil das Erlebnis war unbezahlbar. Und ich muss sagen, es war auch ein riesen Abenteuer. Ja, also, was kann ich denn dazu sagen? Alles, das ist. Wir haben einen schönen Stand gehabt und wir haben verkauft und wir haben auch gekauft. Und das zeige ich euch auch gleich alles. Und ich erzähle einfach mal, wie unsere Reise begann. Mein Bruder und ich sind am Freitagmorgen gestartet mit dem Auto von Bereich Hamburg aus. Haben unser Auto vollgepackt. Ich habe eine Menge dabei gehabt mit von Transformers, von Retro-Hörspielkassetten, Retro-Figuren. Ich zeige euch meinen Stand auch im Laufe dieses Videos. Nebenbei gesagt, wenn ihr exklusiv da noch was seht, was euch interessiert und ihr sucht es, schreibt mich auch an. Da habe ich gar kein Problem mit. Mache ich gerne. Ja, vielleicht ist es noch da. Ich habe auch eine Menge verkauft. Aber wenn es noch dabei ist und ich euch damit für eure Sammlung helfen kann, immer bitte rein, nicht unbedingt in die Kommentare, sondern mich bitte direkt über Instagram oder meine Short Review Facebook-Seite ansprechen. Ja, anschreiben. So, zurück. Also, das Abenteuer begann am Freitag. Mein Bruder und ich, wir haben uns dann auf die Fahrt gemacht. Das waren knapp 500 Kilometer, die wir zurücklegen mussten. Wobei ich sagen muss, die Toyplosion ist etwa 400 Kilometer entfernt. Wir sind noch ein Stück weiter gefahren zu dem lieben Flo, dem Bürgermeister, der uns Unterkunft für 2 Tage gestattet hat. Hat uns einfach aufgenommen. Deswegen sind wir auch rechtzeitig am Freitag losgefahren und haben 7 Stunden gebraucht. Das war Wahnsinn. Also es war, ja, wir sind an einem Stück gefahren. Also ich muss dazu sagen, unser Auto fährt jetzt ganz normal 120 Stundenkilometer. Wir sind jetzt nicht gerast. Das Auto war auch so voll, dass wir auch das Risiko gar nicht eingehen wollten. Aber wo fing es mit an? Mit einem Stau. Und das gerade mal 10 Kilometer nach der Haustür. Kaum waren wir auf die Autobahn. Stau. Ja, da haben wir uns auch natürlich ein bisschen geärgert. Aber andererseits, so kann es gut anfangen. Ansonsten hatten wir Glück, es gab die üblichen Baustellen und so weiter und so fort, aber keine Vollsperrung, keine langen Verzögerungen. Dennoch haben wir fast 7 Stunden gebraucht. Ich glaube, wir sind 10:45 gegen 18 Uhr angekommen. Ja, so 7 Stunden gebraucht. Manchmal fragt man sich, wohin die Zeit geht, aber man darf nicht vergessen, wir sind nicht nur Autobahnen, wir mussten auch dann noch ein bisschen Walachei, ich nenne es mal so, einfach fahren. Weil der Flo wohnt ja nicht direkt an der Autobahn. Also in dem Sinne, da dauerte das auch und es ist halt ein bisschen hügelig. Und wenn man die Strecke zwar mit dem Navi sieht, aber nicht kennt, ist es was ganz anderes. So oft bin ich nicht in dem
Bereich tätig. Deswegen, was soll ich dazu sagen? Aber es war wirklich eine richtige Sascha und Tour-Sache. Und ich glaube, ich habe vergessen, euch richtig nochmal hier jetzt in Ruhe willkommen zu heißen, weil ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos, dass dieses ganze Sackenlassen der Toyplosion, das ist also eindrucksvoll. Und es hält nach. Also wir schreiben uns immer noch in WhatsApp über diese Sachen und die ersten Videos tauchen auf. Und ich muss jetzt ja natürlich das, was ich mit euch rede, auch schnell aufnehmen, damit ich noch auf dem Laufenden bin und nicht in einem Monat, dann ist mein Eindruck auch so verwaschen. Deswegen, ich bin noch völlig geflasht. Und das war eine richtige Abenteuer, Sascha, Abenteuer und Tour war das. Ja, also wir sind runtergefahren, das dauerte echt 7 Stunden. Wir haben uns aber auch Zeit gelassen, schön Podcast dabei gehört, Musik gehört und ja, schon in Gedanken so ein bisschen geplant, wie wir unseren Stand aufbauen. Ich hatte 2 Tische auf der Toyplosion. Ja, aber ansonsten, wir sind dann schön runtergekommen, dann beim lieben Flo, dem Bürgermeister, mit dem ich auch zusammen ein schönes Video aufgenommen habe, schon gleich am Tag nach der Toyplosion. Ich konnte natürlich nicht mein eigenes Video machen, denn ich brauchte auch noch einen ganzen Tag zurück. Deswegen heute am Dienstag. Gestern habe ich erstmal die ganzen Bilder gesichtet, die ich gemacht habe, die ich so im Verlauf auch hier dann einblenden werde, beziehungsweise euch auch nichts vorenthalten möchte, was ich dort an Eindrücken gewonnen habe. Jedenfalls waren wir irgendwann dann gegen 18 Uhr beim Flo, wo ein herzlich willkommen geheißen, auch von seiner Familie. Vielen Dank nochmal. Schön mit Essen und das war echt klasse. Beim Flo habe ich natürlich auch eine ganze Menge noch mit ihm getauscht. Er hat von mir eine ganze Menge Stuff bekommen, was wir so uns angesammelt haben. Wir haben so eine kleine Tauschkiste gegenseitig gehabt. Ja, auch Tausch kann man so sagen. Er hat Sachen für mich gehabt, die zeige ich euch auch noch. Und ich habe Sachen für ihn mitgebracht. Ja, und so kam eben halt eins zum anderen. Dann noch vom anderen Kollegen hat er was gehabt, was er für mich hatte, der auch dort wohnte, aber nicht kommen konnte. Oder nicht auf der Toyplosion war, der war auf der Gamescom. Die war zum zeitgleich im Endeffekt, das war der einzige Nachteil für einige Leute. Aber dem ganzen Tag kein Abbruch. Wie gesagt, wir sind gut beim Flo angekommen nach 7 Stunden. Wie gesagt, Abenteuerfahrt. Dann haben wir dort auf 2 Luftmatratzen, also jeder hat eine, mein Bruder und ich eine natürlich gehabt. Das war sehr ungewohnt, darauf zu schlafen. Wann schläft man auf Luftmatratzen? Mein letztes Zelten ist, da war ich wirklich noch Kind. Das ist echt fast 40 Jahre zurück, gebe ich ganz ehrlich zu. Gefühlt weitaus mehr. Jedenfalls waren wir dort auf schönen Luftmatratzen. Naja, schön, ich sag's mal so. Die erste Nacht war auch sehr kurz. Wir sind also, glaube ich, 4 Stunden geschlafen. Um 3.30 Uhr ging es wieder aus den Federn hoch, weil wir wollten um kurz nach 6 mit bei der Toyplosion sein. Wir wollten da ja aufbauen rechtzeitig. Und das haben wir auch gemacht. Wir sind um 3.30 Uhr aufgestanden. Ja, und dann sind wir los. Noch im Halbdunkeln losgefahren. Es wurde mal heller. Irgendwann haben wir auch den schönen Sonnenaufgang beobachtet während der Fahrt. Ja, und waren dann um, kann man sagen, 20 nach 6 dort bei der Toyplosion, die in Castrop-Rauxel stattgefunden hat, in der Europahalle. Richtig schöner Ort. Was mir auch sehr gut gefallen hat, die Parkplätze waren direkt vor der Tür. Ich hatte auch ein Parkticket. Klar, man musste sich erstmal nochmal zurechtfinden, aber wir haben schnell die Zufahrt gefunden und dann, nachdem wir wussten, wo wir waren, aber das war auch schon ein Abenteuer. Also wir kamen da an, dann war schon überall die Leute am Aufbauen und wir haben uns erstmal eine Kiste gegriffen, weil wir wussten ja auch nicht, wo unsere Tische stehen. Und der Flo, der Bürgermeister und ich, wir hatten direkt Tische nebeneinander. Links war der Flo, dann kam ich und dann kamen noch andere, das erzähle ich euch aber auch noch. Jedenfalls, wir haben uns hier da erstmal eine Kiste gegriffen, um uns einen Überblick zu verschaffen, sind durch den ersten Eingang, das ist so ein Kellereingang gegangen, da waren dann in der unteren Halle dieser Europahalle, wo schon gefühlt tausende von Ständen aufgebaut waren, weil am Freitag direkt durften schon Händler aufbauen oder wir hätten auch aufbauen können, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Und so liefen wir mit unseren Kisten da durch die ersten Reihen und dann schaute man links und rechts schon die ersten Regale mit Toys und Motu-Stuff und alten Sachen von Star Wars und hier was Geiles, da was Cooles, also Wahnsinn. Und dann haben wir
dann unseren Weg gefunden. Wir hatten, also man kann sagen, es gibt einen unteren Bereich, der recht groß war, wo sehr viele Händlertische waren. Und einen oberen Bereich, da waren auch Tische aufgebaut, meistens so die YouTuber, aber die haben auch alle verkauft. Also in dem Sinne, und ihr wisst ja, sonst würde ich kein Video machen, wenn ich kein YouTuber wäre. Und da haben wir dann unseren Tisch bekommen. Da habe ich auch den lieben Peter, den Petendo, zum ersten Mal getroffen. Er hat sich gleich erkannt, obwohl ich ihn persönlich noch nie vorher getroffen habe. Das war echt ein mega Abenteuer. Und ja, also das war schon toll. Er hat uns gleich gesagt, da sind unsere Tische. Und dann haben wir uns eben halt zurechtgefunden und haben dann auch schöne Armbändchen gekriegt, so eine kleine Orangen. Bänder mit Toyplosion drauf, das habe ich jetzt hier vergessen mitzunehmen, aber im Endeffekt sah es aus wie dieses hier und dann stand da schön Toyplosion drauf, schönes Logo, also es war richtig klasse und ja, wir hatten im Endeffekt weiter oben in so einem Rangbereich unsere Tische und konnten dann schön runter auf diese Verkaufsfläche schauen, da seht ihr auch die Videoaufnahmen von und Fotos, das war echt abenteuerlich und die ersten Fotos, die ihr jetzt so seht, sind natürlich noch viel Unbestimmtes. Also es wurde immer mehr aufgebaut und es kamen ja auch immer mehr Leute. Und nachdem wir wussten, wo es war, haben wir gesehen, oh, wir können mit dem Auto fast vor die Halle fahren. Und das waren, also unser Parkplatz war 20 Meter von meinem Stand entfernt. Also eine Tür weiter, so 3 Meter war raus, dann durch eine Notaustür. Da konnten wir kurz vorfahren, haben wir alles ausgeladen. Unser Parkplatz war dann sowieso noch 10, 15 Meter weiter. Und auch beim Abbau war das echt 20 Meter. Also es, ich habe selten so gut abgebaut. Also das war auch recht gut, weil im Endeffekt, ich habe normalerweise so einen kleinen Wagen dabei, wo ich meine Sachen raufpacke, der passte diesmal nicht rein und ich hatte schon gedacht, oh, wie blöd wird das werden, über Stock und Stein 30, 40 Meter mit dem Auto weg, weil so viele da sind und dann schleppt man die hin und zurück und das war nicht so, war super gut gewesen, das ging blitzschnell und ja, dann ging das große Aufbauen los. Währenddessen füllte sich so ein bisschen das mit den Händlern und so weiter. Also wie gesagt, wir waren dann ab 6:30 haben wir angefangen aufzubauen. Und mein Tisch füllte sich mit meinem Transformer-Stuff. Und ich, wenn ich jetzt so erzähle, blende ich mir einfach mal jetzt meinen Tisch ein. Na, mal kurz, da seht ihr, was ich alles dabei hatte. Und ich habe noch nicht mal alles ausgepackt. Ich habe noch mehr Transformers-Figuren von Animated zum Beispiel in der Hinterhand gehabt, weil die passen einfach nicht mehr rein. Und auch Kassetten, Hörspielkassetten musste ich noch in Koffern oder in der ganzen Kiste zurücklassen, weil ich gar nicht so viel Platz am Anfang auf dem Tisch hatte. Naja, jedenfalls habe ich dann aufgebaut, wunderbar. Mit meinem Bruder zusammen, der Florian hat aufgebaut und währenddessen kamen dann immer weitere. Mir gegenüber war der Star Wars Sammler. Er hat da seinen Stand schon mal aufgebaut mit seinen ganzen Figuren. Er hat ja unterschrieben, gratis Figuren von Star Wars, Matchbox, Moto und hat die dann verschenkt. Das war richtig klasse. Er hat auch an der Charity-Auktion, wofür, jetzt weiß ich gerade nicht mehr für wen, für eine Charity-Sache, das blende ich hier gleich ein, wurde gesammelt später und da hat er auch viel für getan. Und er saß zusammen mit Judith Hildebrand an einem Tisch, das war ganz erstaunlich. Judith Hildebrand ist vielen vielleicht noch bekannt als Moderatorin von Hugo, von dieser Telefon-Game-Show. Und sie ist ja auch Schauspielerin und Sängerin, hat auch da hier und da dann später für die Fans kleine Ständchen gegeben, Autogramme geschrieben und hat auch Fotos gemacht und war richtig nah den Menschen, hat auch viel Spaß gehabt, also die war bis zum Ende, bis nach dem Ende sogar noch da, also keine Starallüren, sag ich mal so. Na, jedenfalls waren die da und rechts neben mir kamen dann die Spielzeugjäger Martin und Alex. Ich grüße euch auch hier an der Seite. Wir haben uns auch besonders eben nach der Veranstaltung richtig viel unterhalten und hatten richtig viel Spaß. Ja, die waren direkt neben uns und haben ihren Stand gehabt und ja, das war richtig klasse. Und wer war noch? Rechts von uns, das war richtig cool, da waren die Ghostbusters, das ist so ein Ghostbusters Deutschland Community, die waren dann in Kostümen, als Marshmallow-Mann war einer verkleidet, alle waren mit ihren schönen Ghostbuster-Anzügen unterwegs und die haben einen richtigen coolen Stand aufgebaut, den habe ich schön fotografiert vorher, sah richtig cool aus. Und
ja, also da lief dann die ganze Zeit die Titelmusik von Ghostbusters, der Song von Ray Parker Jr. Und das war schon klasse. Also das war schon toll. Die liefen rum, haben Fotos gemacht und ja, haben einfach Präsenz gezeigt. Direkt daneben war dann noch der Marc von Bumo TV. Auch dich, lieber Marc, ich grüße dich. Wir haben ja auch viel Spaß miteinander gehabt. Und wir teilen ja eine Leidenschaft, Captain Future. Ja, und zu Captain Future komme ich später nochmal, wenn ich so über die Funde rede oder beziehungsweise über das, was ich gesehen habe. Jedenfalls war der dort. Dann noch neben ihm war Ed von Ed Retro Geek Out mit seinem Kumpel Matti. Der Matti, glaube ich, wird da ausgesprochen. Die kamen ein bisschen später und sind überall rumgegeistert, also waren selten an ihrem Stand, aber auch so ein bisschen, hatten aber auch nur ein bisschen mitgebracht. Das war so ein bisschen mehr ihre Rückzugsort, weil für sie war primär diese Toyplosion zu sehen und der Bürgermeister, der hatte auch noch Sachen für den Ed, die haben sich da getauscht und ja, ich habe auch kam ein bisschen geplauscht mit Ed und so weiter und mal außerhalb des YouTube, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sehr viele von diesen YouTubern kannte ich aus meinen WhatsApp-Gruppen und ich kannte sie eben halt durch YouTube, weil ich auch Kommentare gebe und man sich gegenseitig so ein bisschen schreibt, hier und da mal über Facebook Kontakt hatte, aber dadurch, dass ich im Hamburger Raum war und die meisten irgendwo im Castrop-Rauxel-Bereich, sag ich mal, oder irgendwo so weit weg, dass ich nicht in der Nähe war, hatte man nicht den persönlichen Kontakt. Und ich habe jetzt alle mal persönlich kennengelernt, das war echt wahnsinnig klasse. Man hat sich auch erkannt und das gut, ist natürlich etwas leichter, wenn einer wie ich so ein Video macht und ihr seht mich ja auch, ihr erkennt mich leichter und ich persönlich musste natürlich dann oft mal nachfragen, wer bist du? Ich kann das Gesicht ja nicht einordnen, woher denn auch? Aber vom Namen her super gleich erkannt und das war echt ein tolles Abenteuer. Wie gesagt, der Ed war da, der ist dann überall rumgebutschert und ihr werdet bestimmt irgendwann noch sein Video sehen. Von der Toyplosion. Ich weiß gar nicht, was der alles aufgenommen hat. Auf jeden Fall hat er auch eine ganze Menge gefunden und hat auch viel Spaß gehabt. Der musste aber irgendwann, ich glaube, er war relativ früh, die Veranstaltung, also Toyplosion ging offiziell um 9 Uhr los. Da wurden die Early Birds, die ersten, reingelassen und ab 10 Uhr dann offizielle Eröffnung bis 18 Uhr. Und ich glaube, er war das eher weg. Aber egal, das ist jetzt Story am Rande. Auf jeden Fall, bis 9 hatten wir dann aufgebaut und dann gingen die ersten Türen auf. Und die ersten wurden reingelassen und wir konnten so durch ein Fenster sehen, die Schlange war mega lang. Das ging, ich weiß nicht, 500 Meter lange Schlange, das war Wahnsinn, das war echt beeindruckend. So viele Menschen, die da kamen, das war ja auch ausverkauft, das müsst ihr euch reinziehen. Ausverkaufte Veranstaltung, Wahnsinn. Ich war völlig begeistert davon, dass das, so eine Veranstaltung habe ich selten erlebt, dass das so gewaltig ausverkauft war. Na, jedenfalls ging es dann los und es wurde immer voller und man konnte echt, es war mega voll. Manchmal kam man gar nicht von seinem Stand weg. Ich stelle mich manchmal ganz gerne vor meinen Stand, um mit den Leuten zu reden. Das wäre ein Fehler gewesen. Wäre da weggedrückt worden, weil es waren so viele Menschen da, obwohl genug Platz zwischen den einzelnen Reihen waren. Also das war das nur mal außen vor und es war auch nie überfüllt. Es war aber trotzdem voll, weil die Leute sich natürlich irgendwo umschauen wollten. Viele Fotos, die ihr seht, habe ich gemacht noch vor 9. Also ich bin so zwischen 8 und 9 rumgelaufen, um das Zeug hielt und habe dann Fotos gemacht von den Ständen und von den Dingen, die ich gesehen habe. Vieles war noch nicht preislich ausgezeichnet, muss ich dazu sagen. Und das war schon sehr, sehr klasse, das alles zu sehen. Und ja, ihr seht das in den Fotos. Es sind Eindrücke ohne Ende. Und ich kann hier, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Fotos ich zeige in diesem ganzen Video, weil das war echt, echt viel. Jedenfalls, es ging drauf und drunter und drüber. Man hat so viele tolle Gespräche geführt, so viele Menschen getroffen. Und ja, ich habe meine Sachen gut verkauft mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder hat seine Star Wars-Figuren so ein bisschen verkauft. Der hatte so Power of the Force-Figuren. Und ich habe eben halt Transformers gehabt, aber auch eben halt sehr viel kleinen Kram an Retro-Stuff. Ich habe Videokassetten sogar gehabt, die habe ich verkauft. Ganz erstaunlich. Also es war echt, echt, echt klasse. So, jetzt drehe ich mir mal selbst den Saft ab. Ich habe gemerkt im Schnitt, ich laber einfach zu viel. Und ihr wollt ja mehr von der Toyplosion sehen. Also, hier sind jetzt ganz viele Bilder
von den ganzen Ständen, von dem, was da drauf lag, von den Toys und Retro-Stuff und von allem, ja, was das Herz begehrt. Nun erstmal einige Minuten lang viel Spaß mit den unglaublichen Eindrücken. Also als erstes, wo ich jetzt meine erste Rundtour habe, habe ich auch die ersten Flyer mitgenommen, die da so rumlagen. Erstmal, das musste ich auch mitnehmen. Ein einfacher Flyer von der Toyplosion. Zeige ich euch jetzt einfach mal hier schön mit dem Toyplosion-Logo. Hier auch der Werbeaufkleber sozusagen. Oder ein Flyer mit dem Werbeaufkleber, wo eben halt vom 26.08., an dem das stattfand, draufgedruckt ist. Und hier nochmal der zweite Aufkleber, den es auch gab. Na, Toyplosion mit He-Man drauf. Und ja, das war auch einer der Kritikpunkte, den die Macher auch gemerkt haben hinterher. Die Toyplosion war stark wie eine Motu-Convention angekündigt, was sie nicht nur war. Aber sie, Masters of the Universe dominierte. Das zeigte sich auch in den einzigartigen Giveaways. Es gab echt viel Giveaways für Masters-Fans, besonders von der Toyplosion. Das waren so diese Toy-Exclusives. Es gab Figuren. He-Man und Skeletor, die hatten sogar eine Pappmaske, so ganz in der Tradition der 80er Jahre Figuren. Dann gab es einen Aufhänger mit Masters, der früher in den Geschäften hing, eben halt im Toyplosion-Stil, aber eben halt im eigenen Stil. Also im Endeffekt dieser hier als Aufhänger, richtig klasse. Es gab, ja, was gab es alles da? Ich habe die, es gab ein exklusives Comic. Genau, zum Beispiel, das war ein Comic, was einst den Figuren beiliegen sollte, dann aber irgendwie gecancelt wurde. Das ist jetzt veröffentlicht worden in Deutsch. Jeder konnte sich zwei Comics davon kaufen. Ich wollte eigentlich auch eins für mich haben, aber ich habe sie doch im Endeffekt dann an zwei Sammlerkollegen abgegeben. Ganz normal, weitergegeben.
kostet 9 Euro das Stück. In dem Sinne habe ich sie auch abgegeben wieder an den lieben Bürgermeister, der auch so beschäftigt war, dass er das komplett vergessen hat. Der hat sich auch diese exklusiv gekauft und also ich weiß nicht, ob er alle gekauft hat, aber das wird er in seinem zweiten Video zeigen, bestimmt, was da als ein Exklusives gab. Aber ich, wie gesagt, hatte jetzt nicht gekauft, weil ich bin ja kein Master-Sammler in der Richtung. Ich habe mich da trotzdem dran erfreut, das zu sehen. Aber ja, für mich wäre es jetzt nichts, was in meine Sammlung passen würde. Muss ich ehrlich zugeben. Deswegen war das auch einer der Kritikpunkte, den man sagen kann, dass sie war sehr motolastig, sodass sehr viele doch erst am Zweifeln waren, gehe ich zur Toyplosion, weil Toy ist, und dann sehe ich nur Masters. Was ist das? Ist es eine Masters-Veranstaltung? Ist es eine Spielzeugveranstaltung? Das war so eine Sache, wo sie gemerkt haben, auch die Organisatoren, die sechs, ne, der Peter, der Aslan und René und die anderen kannte ich jetzt nicht so. Ich habe sie jetzt zwar auch gesehen und begrüßt, man hat sich kurz unterhalten, aber die kannte ich jetzt nicht so vom Namen her. Die sind aber alle aus der Motobros Filmgruppe, Facebook-Gruppe und sind da auch die Administratoren, glaube ich. Und die haben das doch wunderbar organisiert. Also ich habe selten so eine gut organisierte Veranstaltung erlebt. Das war echt top. Kaum Probleme, es sind keine Unruhen gewesen. Kein super Gedrängel, da keine Schlägereien und so weiter. Alles, was man sagen kann wegen Verbesserung für Toyplosion 2, waren Kleinigkeiten. Also es waren wirklich Kleinigkeiten. Was mich nachträglich zum Beispiel gestört hat, man konnte, so wie ich jetzt hier ein Getränk halten, man konnte auch Getränke kaufen. Die waren aber in Bechern, also wirklich lose, so ist, offen, so wie jetzt hier mein Glas. Und wenn man durch die vollen Reihen marschiert ist, hatte ich echt Angst. Und mein Bruder sagte auch, ey, müssen wir aufpassen, der guckt gerade bei uns, nicht, dass der angestoßen wird und dann alles über unsere Figuren gibt, wir einen Schaden nehmen. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, beim nächsten Mal bitte offene Getränke in dem Getränkebereich behalten, wo man essen und trinken konnte. Es gab da so einen Bereich, eine kleine, ich sag mal, Bewirtung. Es gab Würstchen und es gab Pommes und es gab Getränke eben halt. Es gab auch Bier und Cola. Aber eben halt in solchen offenen Bechern. Und das würde ich sagen, nicht in die Halle nehmen, beim nächsten Mal Getränke bei dem lassen, weil doch, ja, habe echt Angst gehabt, dass das bei mir überschwappt. So, wenn es in Flaschenform ist, kann ich ja noch verstehen, aber so offene, ich weiß ja selbst, wie schnell ein Ellenbogen ist, man angestoßen wird, weil man sich durchdrängeln muss, doch vielleicht irgendwo. Gerade weil bei mir gegenüber der Star Wars Sammler war, wo echt ein Andrang war, weil jeder wollte ein Autogramm haben, der war ja auch ein Entertainer für sich und hat da echt viel Laune verbreitet und das war natürlich auch so eine ganze spannende Sache. So, also wie gesagt, diesen kleinen Flyer habe ich mitgenommen. Dann gab es einen Flyer für die nächste Los Amigos, die Moto Convention 2024. Ein besseres Datum steht jetzt hier nicht, aber wie ihr sehen könnt, ein wunderschönes Artwork. Auf der Rückseite ist nichts. Das konnte ich auch nicht liegen lassen. Und ja, habe ich jetzt einfach mir mitgenommen. Ich werde jetzt nicht auf den Los Amigos gehen, weil ich, wie gesagt, bin jetzt kein Star Wars. Bin jetzt kein Star Wars, auch bin ich Fan, aber kein Masters-Sammler. Somit ist es jetzt nicht meine persönliche Messe. Es wäre für mich auch immer eine sehr große Tour. Und dann bin ich doch eher nächstes Jahr lieber auf der nächsten Toyplosion, die hoffentlich kommt. Also mit der Resonanz, die jetzt da war, auf jeden Fall sollte eine kommen. Aber das entscheidet sich noch. Also da habe ich auch keine Aktien drin. Also das wird kommen. Ja, also wie gesagt, es gab eine ganze Menge Stände. Auch die Los Amigos hatte einen Stand. Man hat sich nicht bekämpft oder so. Manchmal ist es ja auch so, dass so Conventions oder so sich ein bisschen bekriegen. Ich glaube, die Comic-Cons, da hatten es Probleme gegeben. Ich habe es bei mir in Hamburg erlebt. Da gab es auch zwei Veranstalter von zwei verschiedenen Comic-Börsen. Vor Jahrzehnten, muss ich dazu sagen. Die haben sich auch ein bisschen bekämpft. Das hat nie funktioniert. Dadurch haben die Fans eher runtergelitten. Das ist hier nicht der Fall. Das war ein friedliches Beieinander. Es war alles harmonisch. Also ich habe keinen Ärger gehabt. Klar hat man mal Gespräche wegen Preisen, weil man ältere Sachen verkauft, was anderen nicht gefällt vom Preis. Habe ich selbst auch geführt mit einem Händler, wo ich noch zu komme, wenn ich mal über meine Pickups rede. Aber das ist normal. Man ist trotzdem nicht auf die persönliche, unhöfliche Ebene gegangen oder so. Nein, es war alles harmonisch und super gelöst. Ja, warum halte ich jetzt hier einen Jurassic Park Flyer? Ihr könnt sehen, Jurassic Park ist 30 Jahre,
oder 30. Geburtstag, schön Flyer, den gab es auch. Denn, ja, kann man sagen, Mattel hatte einen Stand dort, wo sie Dioramen ausgestellt haben. Also ihr könnt das jetzt auch sehen. Es gab einmal, haben sie die Motofiguren gezeigt und so ein paar exklusive Motofiguren, die eben halt schön in den Rahmen gemacht waren. Das sah richtig cool aus, also so richtig schöne Vitrinen, toll beleuchtet und einen großen Banner. Man konnte sich davon, konnte ja auch in Ruhe fotografieren. Und dann gab es auch schon mal Jurassic Park Figuren. Und ich könnte hier hinten sehen, so ein paar richtig coole Figuren. Die werden neu aufgelegt. Also es gibt so eine neue, diese Hammond Collection, also im Stile, also John Hammond, der ist ja der Parkgründer, so in seinem Style sozusagen, was heißt das, kann man sagen. Also unter seinem Namen werden halt diese Toys so ein bisschen exklusiver vertreten. Es gibt natürlich auch die Standard Jurassic Park Dinos, denn die ziehen immer noch. Und dann gab es eben halt diese speziellen Collectors Edition und es wird noch viel mehr geben, hat man mir verraten, aber man hatte da einige Dinos sehen können und Fahrzeuge. Also ich habe sie fotografiert, ich zeige es euch ja hier in den Bildern, eindrucksvoll. Und der Brachiosaurus, also den ihr hier jetzt seht, ihr könnt auch das auf dem Foto, was ich da ja gemacht habe, sehen, der ist ja gewaltig. Also was für ein Koloss zum Sammeln. Und richtig toll detailliert, also das war Wahnsinn, also echt klasse. Und also für Jurassic Park Sammler gab es sowieso eine Menge. Es gab ältere, da gab es auch ein paar Händler, die hatten älteres Jurassic Park Spielzeug. Richtig cool, also in dem Sinne, was war das schon was Besonderes? Also da kann man auch nichts anderes sagen. Genau, also in dem Sinne, das war eine tolle Ausstellung, das zu sehen. Und ja, also das war schon, ihr seht, mir fehlen teilweise die Worte, weil diese Convention war so beeindruckend und so klasse, dass ich gar nicht so viel weiß manchmal, was ich noch dazu sagen soll. Deswegen will ich so ein bisschen meinen Eindruck oder meine Emotionen auch so ein bisschen reinziehen. Also ja, also dann gab es auch einen schönen Stand von der Toyplosion selbst. Da haben sie schon mal ihre Live-Auktionsstücke präsentiert. Es gab eine Live-Auktion, wo die Erlöse später für eben halt für karitativen, ja, gespendet wurden eben halt. Da ich es ja vergessen habe, für was, blende ich das hier jetzt nochmal ein. Genau, also in dem Sinne wurde es geben gespendet und das war auch eine tolle Aktion. Das kam auch sehr viel rum. Ich habe aber komplett vergessen, welche Summe das war. Es wurde später, ich glaube ab 16 Uhr gab es diese Versteigerung, so kurz vor Ende, und das war auch sehr unterhaltsam. Ich habe jetzt hier, blende jetzt hier einfach mal ein paar Bilder dazu ein und ein kleines Video, jetzt ohne Ton, weil es war schon sehr laut. Und es, später hat der Star Wars Sammler da auch noch Sachen versteigert, zusammen mit Judith Hildebrand. Das war super lustig und der hat für Stimmung gesorgt, dass das in der anderen Halle, du warst am echt, mein Bruder war gerade auf der anderen Seite der Halle, der hat Ohrenschmerzen bekommen, weil es so laut war. Also das war brachial und es kam auch sehr viel zusammen und das war echt eine tolle Sache. Gute Stimmung auch dabei, obwohl ich muss sagen, ab dieser Veranstaltung waren die Käufer da zentriert und dann merkte man schon, wie einige Händler eingepackt haben und der Verkauf so bei einigen Sachen etwas ruhiger ging. Einige nutzten dann diese Zeit, wo sich diese Auktion war, um an Ecken zu gucken, wo sie vorher nicht rankamen. Ich hatte Glück, dass mein Stand sozusagen war, ja, dahinter war gleich die Brüstung und ich konnte runter gucken und ich guckte sozusagen, direkt unter mir war diese Auktion und ich konnte da ein bisschen zugucken. Ich konnte jetzt nicht alle Gegenstände sehen, die versteigert wurden. Ich musste mich auch so ein bisschen dann auf meinen Stand konzentrieren, denn ich habe auch gleichzeitig ein bisschen was verkauft. Aber es war echt, echt klasse und das Ganze dann eben zu erleben. Wie gesagt, ich bin auch viel rumgestöbert. Ihr seht ja auch da die ganzen, habt ihr gesehen, was es gab. Also es gab nichts, was es nicht gab, hätte ich fast gesagt. Ich muss aber auch dazu sagen, es gab sehr wenig Transformers. Da war ich schon mit meinen Transformers mit einer der meisten statt war. Und als ich geguckt habe, ich wollte gern was kaufen. Es gab da einen Italiener, der hatte dann schöne italienische Transformers-Figuren und Sets.
beziehungsweise mehr Sets, aber die gefielen mir nicht so, der Zustand stimmte nicht hundertprozentig und ich werde mit diesen GIG, also GIG ist die Firma, die das vertrieben hat, nicht ganz warm, die haben, weil die Transformers auch andere Namen haben. Naja, ich habe mir ein bisschen mit Captain Future geliebäugelt, die waren aber die Preise nicht ganz so, dass ich sie bezahlen wollte, weil sie mir jetzt so hoch waren. Ist halt 80er-Jahre-Spielzeug. Und ja, ansonsten gab es hier und da kleine Transformers ein bisschen verteilt. Es gab einen, ich glaube, der kam aus Holland, ein Händler, der hatte alte G1-Transformer, aber der wollte viel Geld für schlechte Zustände. Da muss ich dann auch passé machen. Es muss immer passen. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, das Ganze. Aber ich muss sagen, es war sowas von spaßig. Man hat ja die Leute getroffen. Wie gesagt, ich habe mich toll unterhalten. Ich blende auch noch mal ein, jetzt hier Martin und Alex von den Spielzeugjägern. Ich habe mir einmal einen Pin mitgenommen und hier ihren Sticker mit ihren Scan-Me sozusagen, wo man noch mal sehen kann, ihren YouTube-Kanal. Und Martin und Alex, das war echt lustig, das Ganze. Die man da getroffen hat und so weiter. Und abseits von dem, wo meine Forensgruppe kannte, habe ich auch getroffen. Die Trödelmama war da, also die hat auch bei mir am Stand, wir haben geguckt und uns unterhalten so ein bisschen. Die hat ja auch gerne Flohmarkt-Videos und die war ja auch völlig geflasht. Ich weiß gar nicht, ihr Video, bin ich auch mal gespannt, was sie da alles gefunden hat. Bei mir hat sie eine Kassette mitgenommen, von Ghostbusters, glaube ich. Also sie war super sympathisch, super nett und man hat sich toll unterhalten. Auch ihre Familie war da. Das war ja ein echter Spaß, das Ganze. Und ja, überraschend kam auch der Toy Tenner. Mit dem habe ich eigentlich erst ein paar Mal geschrieben, so über YouTube eigentlich nur. Er hat ein paar Videos. Ich bin auch über die Trüdelmama eigentlich zu ihm gekommen, auf dem Kanal. Und wir haben geschrieben, er hat mich auch sofort erkannt. Hey, wie geht's? Und also, ich grüße auch dich. Ja, wir haben hier ein schönes gemeinsames Foto auch. Also ich blende die dann auch so ein bisschen mit ein. Also das war echt ein Spaß, das Ganze. Der hat einen erkannt und man hat kurz gequatscht. So, war ja auch viel los. Man konnte sich auch nicht immer manchmal lange unterhalten. Aber ja, das war unterhaltsam. Und es war so schön, diese Leute alle kennenzulernen, weil keiner war unnah. Jeder war nah, jeder hat irgendwo sich unterhalten. Und ja, es war einfach sehr super spaßig. Das kann ich ja wirklich nicht anders sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mit den ganzen Leuten zu unterhalten und wie gesagt, aus meiner Gruppe auch eine ganze Menge in meiner Facebook-Gruppe, die haben wir getroffen und dann kamen ja auch Leute vorbei, für die ich was zurückgelegt hatte, wie der tolle Mike, der liebe Mike aus meiner Gruppe und der Jerry kam aus meiner Gruppe und der Christian und dann haben wir auch ein gemeinsames Foto, ne, zusammen gemacht. Also es war wunderbar und für den lieben Mike hatte ich zwei Videokassetten auf dem Flohmarkt gefunden, die habe ich ihm überlassen und mit Lars, mit dir habe ich leider kein Bild gemacht. Mensch, wir hätten nochmal ein gemeinsames Foto machen sollen. Von mir hast du ja auch eine schöne Videokassette und einen Yogi-Pin bekommen. Du warst super glücklich, hast ja auch eine tolle Convention. Wir hatten danach nochmal schön über WhatsApp geredet. Also Wahnsinn, beim nächsten Mal müssen wir ein Foto machen, ne? Als Erinnerung. Man trifft sich ja nicht so oft. Das ist so schön, endlich die Gesichter zu den Stimmen oder zu den Kommentaren, den ja, schriftlichen Stimmen von euch, auch teilweise diese Menschen kennenzulernen. Das hat echt Spaß gemacht und man hat sich sozusagen ausgetauscht mit dem Ganzen. Und ja, also wie gesagt, wir sind richtig viel da gewesen und ja, man hat diese Menschen auch kennengelernt. Also wie gesagt, manchen hätte ich mich länger gerne unterhalten. Ich habe mich mit dem lieben Peter, auch hier blende ich jetzt mal das Foto ein, Peter Petendo, mit ihm habe ich mich erst zum Ende hin unterhalten, ein bisschen mehr, weil er auch gar keine Zeit hatte. Er musste sich um die Veranstaltung kümmern. Genauso wie einen lieben Gruß an Aslan, die Kampfmaschine. Auch wir haben uns erst zum Ende hin unterhalten können. Es war so schön, dich auch zu treffen, weil, wie gesagt, man hat immer nur vorher so leicht über bei Videos, wenn sie Live-Chats hatten, bei Live-Videos gequatscht. Man hatte so gequatscht, wenn man eben halt WhatsApp, ich bin ja durch die Gruppen, wo man drin ist, so ein bisschen, aber für mich als Hamburger ist es zu weit weg, mal kurz zum Stammtisch zu gehen und sich zu treffen. Das ist halt manchmal so. Und deswegen war es so klasse, eben halt die zu treffen. Und wie gesagt, es war auch überraschende Treffen dabei. Ich denke nur an den lieben Holger aus meiner Transformers-Minicon-Gruppe.
Da steht plötzlich vor meinem Stand und sagt, hi Sascha, Mensch, wie geht es dir? Ja, und ich grüße auch dich hier, lieber Holger. Ne? Wir haben uns dann ja auch nochmal toll unterhalten und ich hoffe, dass auch die Minicon bald wieder stattfindet. Das ist ein kleines Transformers-Fan-Treffen in kleinem Raum bei mir im Neudeutschen Raum. Wir haben eigentlich nur zusammengesessen, gequatscht und so ein bisschen ausgetauscht. Das war auch super klasse. Genau, also das war echt ein Spaß, dich zu treffen. Und ich hoffe, ich vergesse keinen. Also das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich versuche, Revue passieren zu lassen, das Ganze. Und gleichzeitig, so, ob ich die Leute noch so drauf habe. Auf jeden Fall, wir haben uns echt viel getroffen und unterhalten und so weiter. Und bevor ich über diese Treffen noch ein bisschen gehe, weil ich habe von einigen ja auch was bekommen. Wie gesagt, die Veranstaltung ging bis 18 Uhr. Und dann wurde eingepackt und danach ging es zur Afterparty. Ja, es gab eine Afterparty, das habe ich zum ersten Mal erlebt. Nach einer Börse, meistens fahren alle nach Hause, sicherlich sind auch sehr viele nach Hause gefahren. Aber wir, ich sag mal, YouTuber, die da waren und einige Händler, die auch so ein bisschen in den Gruppen mit drin sind, die haben noch zusammengesessen, da war ja so ein Getränkestand, da haben wir und Bänke und Tische und es gab noch ein bisschen Restessen, da haben wir dann gegessen, gequatscht und unterhalten und das war richtig unterhaltsam. Der Martiv, der Ultimate Player, hatte sogar Wrestling-Duelle mit den Spielzeugjägern und dem Bürgermeister, das war super lustig. Er hat auch ein Unboxing gemacht, ein Live-Unboxing da, weil er hatte eine Figur ersteigert bei der bei dieser Charity-Auktion Charity-Versteigerung und das hat er angeboxt, also auf seinem Kanal übrigens zu finden. Ich versuche, alle Kanäle von allen Leuten, die ich getroffen habe, unten in die Videobeschreibung zu packen, denn hier alles einzublenden, das ist mir zu viel. Jedenfalls unten in die Liste packe ich dann alle, die ich getroffen habe und mit lieben Gruß versehen werde, wie gesagt, die ich getroffen habe. Mit einigen kam ich gar nicht zum Fotografieren, weil man überlegt, wen vergesse ich noch. Ich glaube, ich habe ein Foto gar nicht mit dem Star Wars Sammler gemacht und mit Judith Hildebrand. Dazu kam ich gar nicht. Irgendwie wollte ich und dann war es schon vorbei. Aber die saßen, wie gesagt, bis zum Ende des Ganzen da und die waren nah und man konnte da zusammensitzen bei der Afterparty und da hätten auch ich glaube, es waren auch welche da, die als Gast da waren. Also es war jetzt nicht nur auf die Händler bezogen. Jedenfalls war das echt spaßig. Es hat echt Spaß gemacht, da noch ein bisschen sich zu quatschen. Und es ging bis 10 Uhr. Dann hat die Halle leider dicht gemacht. Aber das war echt unterhaltsam. Ja, und danach, ganz grob gesagt, ging es zurück zum lieben Bürgermeister. In dem Sinne, wir haben noch mal schön zusammen Abend gegessen mit der Familie von ihm. Und dann, ging es noch mal einmal schön in die Nacht. Auch Luftmatratzen für mich und meinen Bruder. Dann haben wir noch mal ein bisschen, konnten wir ein paar Stunden länger schlafen und dann haben wir uns ab 9 Uhr haben wir gefrühstückt zusammen. Ja, und dann habe ich mit dem lieben Flo ein schönes Video aufgenommen. Das seht ihr auf seinem Kanal, sein Revi-Video. Da haben wir uns unterhalten über die ersten Eindrücke. Da war alles noch wirklich frisch und wahrscheinlich habe ich da noch Dinge erzählt, die ich jetzt hier gar nicht erzähle. Also deswegen reinschauen in das Video. Da seht ihr noch mal meine Stimme aus erster Hand. Ja, gerade keine 24 Stunden, nicht mal 12 Stunden nach der Veranstaltung. In dem Sinne, ja doch, dann doch gerade eben 12 Stunden, kann man so sagen. Auf jeden Fall haben wir dann eben halt noch ein paar Stunden verbracht bei dem lieben Flo am Sonntag. Ich glaube, wir sind dann zwischen 14 und 15 Uhr, haben uns dann auf dem Heimweg gemacht. Denn ihr dürft nicht vergessen, ein Hinweg mit 7 Stunden bedeutet auch ein Rückweg mit 7 Stunden. Ja, und dann ging es eben halt weiter. Wir sind aber noch haben noch einen Zwischenstopp gemacht, mein Bruder und ich, denn wir haben noch den lieben Matt besucht. Dazu komme ich aber noch im Rahmen der Pickups, erzähle ich das nochmal. Den Matt haben wir besucht, haben nochmal da knapp 3 Stunden Zeit verbracht. Wir hätten noch länger verbringen können, aber irgendwie mussten wir auch leider los. Wir haben beim Matt noch ein bisschen ihm Sachen mitgebracht, denn unter anderem ist da eins meiner Comics von der Moto-Veranstaltung gelandet, das wollte er gerne haben. Aus familiären Gründen konnte er derzeit nicht, aus positiven Familiengründen wohlgemerkt. Aber lieber Matt, wir haben dir genug mitgebracht vom Bürgermeister, unter anderem Sachen,
die für deine Sammlung dann waren. Und zwar freust du dich, hast dich natürlich auch gefreut. Wir haben dir Sachen von uns mitgebracht und er hat nochmal durch unsere Kisten gestöbert. Das war für ihn auch nochmal eine Mini-Home-Toy-Plosion. Ja, es war sehr, sehr spaßig. Und dann, ja, dann ging es für mich und meinen Bruder zurück auf die Autobahn. Das Lustige war dann, dass dass dort in der Stadt eine Hauptstraße gesperrt war, die nicht digital gemeldet war, sodass unser Google-Navi uns immer wieder dahin lenkte. Und wir mussten eine Viertelstunde im Kreis fahren, bis wir eine andere Strecke hatten. Und somit waren wir leider, hatten wir 20 Minuten eben halt längere Strecke. Ja, so ist das eben halt. Wir kannten uns ja auch nicht hundertprozentig aus, also mussten wir improvisieren dann. Aber dann waren wir schnell auf der Autobahn und dann ging es geradeaus durch. Und wann sind wir angekommen? 11:30. 11:30 waren wir dann bei mir im Bereich Hamburg zu Hause. Da ist ja schon fast Montag war und alle zur Arbeit waren, haben wir nur den größten, nur einen wichtigen Teil ausgeladen und ja, im nächsten Teil Tag den Rest. Ja, und das war sozusagen meine Abenteuertour, mein Sascha on Tour-Bericht von dieser ganzen Veranstaltung. Wie gesagt, nebenbei blende ich die Bilder ein und was noch übrig bleibt, wandert ans Ende mit rein, das Ganze, oder ich mache eine Collage, ich habe noch nicht mal eine Ahnung. Ich spreche jetzt hier spontan, vielleicht habt ihr schon mehr gesehen, als ich jetzt hinterher zeige. Egal. Ja, ihr wollt natürlich auch wissen, was habe ich denn alles mitgebracht von der Toyplosion? Und ja, das war doch mehr, als ich mir gedacht habe, sozusagen. Zunächst gab es einige Kleinigkeiten von, ja, vom lieben Retro-Krempel, denn den habe ich auch endlich mal live getroffen. Wir haben es ja schon durch unsere Gruppen und durch gemeinsame Funde oft ausgetauscht. Wenn ich was am Flohmarkt gefunden hatte, dann habe ich schon mal ein paar Sachen bekommen und ja, wir haben uns aber noch nie live getroffen und ja, also lieber Marco, ich grüße dich auch hier und du hast mir ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Achso, ich habe hier noch einen anderen Aufkleber, der wurde mir einfach in die Hand gedrückt und er hat mir einen schönen Umschlag, ne, wo er Sascha Hamburg eingetragen hat, drauf und er hatte mir mitgebracht zwei Kleinigkeiten. So, ist einfach auch nur geckig dann. Und zwar hat er mir mitgebracht einen alten Aufkleber von Wildpark Schwarze Berge. Das ist auch so ein kleiner Tierpark, der bei mir, ja, ich kann mal sagen, nicht so weit weg ist, wo ich aber auch in meiner Schulzeit und Jugendzeit ein paar Mal war. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Und was er auch hatte, na, jetzt mal kurz zur Seite, ein ja, Werbeprospekt, der lag den Videokassetten bei, glaube ich, oder DVDs, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall zu James Bond. Sieht jetzt alles nach den Videokassetten. Ist das noch Videokassette? Nee, nicht unbedingt. Auf jeden Fall in Passform kann man sozusagen die James Bond Filme sich so ein bisschen betrachten, als ob das so, Videokassetten oder auch eben halt DVDs gewesen sein. Aber richtig cool, ist ein richtig toller Werbeflyer. So ein kleines Sammelstück. Und dann konnte man eben halt die Filme bestellen, wenn man sie doch brauchte. Also richtig cool. Ja, das gab es eben halt vom lieben Retro-Krempel. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich habe dann als nächstes bekommen vom lieben Mate, dem Ultimate Player. Wir hatten ausgetauscht, denn, oder was heißt ausgetauscht? Wir haben Kontakt gehabt, weil ich mein Wrestling-Album, ich habe ein Wrestling-Undertaker-Album oder mit dem Undertaker drauf von Merlin, wo mir noch ein einziges Bild fehlt. Und ja, also beziehungsweise ich habe noch ein paar Bilder bekommen, auch von anderen und somit fehlte mir noch ein einziges Bild. Das wird übrigens ein eigenes Video nochmal bekommen, ein richtig schönes Let's View-Video damit mit dem Album, aber das ist eine andere Sache noch. Jedenfalls fehlte mir ein einziges Bild. Verrückterweise die Nummer 1. Und die hat er mir mitgebracht. Denn Marte, du bist auch die Nummer 1. Das habe ich gemerkt mal in dem Wrestling-Match am Abend. Er hat mir mitgebracht Sticker Nummer 1 mit dem WWF-Logo. Richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Das wird auch noch in mein Album eingeklebt. Also Wahnsinn. Ja, das war sozusagen der Stuff, der hier drin war. In dem Umschlag. Und das machen die Kleinigkeiten auch aus. Also es war wirklich toll, auch dich zu treffen, Marte. Wir haben so viel Spaß gehabt da auch am Abend und viel gelacht und uns unterhalten. Und es war einfach echt schon verrückt. Und genau das ist das Wichtige. Es muss einfach auch Spaß machen. Es muss
ja, die gute Laune muss übertragen werden. Und das war bei der Toyplosion auch der Fall. Also Wahnsinn. Ja, und es geht jetzt los. Was wurde von der Toyplosion überhaupt mitgebracht? Ihr wollt es wissen, abgesehen von den Leuten, die ich jetzt getroffen habe. Muss natürlich auch gezeigt werden, was haben wir gekauft. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe leider nicht viel gekauft. Mein Bruder ein bisschen mehr, deswegen habe ich auch was zu zeigen. Aber ich habe gesucht und ich wollte ein paar Sachen haben. Ich hätte gerne Transformers-Figuren mitgenommen. Ich hatte ja schon erwähnt, das stimmte mir einfach nicht. Diese Jig-Figuren waren zwar toll in den Boxen, aber erstmal sehr überteuerte Preise, das muss ich auch sagen. Und die italienischen Packungen sehen toll aus, aber die Italiener haben eben halt die klassischen Transformers-Figuren neu benannt. Sie haben eigene Namen vergeben. Warum genau, das weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ist halt einfach so. Ne? Ansonsten sehen die genauso aus, die Boxen. Aber das waren jetzt nicht die Figuren, die mir jetzt zusagten. Das waren Brainstorm, es war da auch, aber auch Combiner-Sets von Superion, von Devastator und noch ein anderes, was ich jetzt nicht so hatte. Es war aber auch schön, die ganzen Sachen bei dem Italiener zu sehen. Also er hatte auch von Lego die Weltraumbahn, aber die ging in die Tausende. Also in dem Sinne, es waren da auch Spielzeug zu kaufen, was teuer war. Sehr teuer zum Beispiel war die Segelbaracke von Jabba. Die ist, ich zeige euch hier nochmal ein Bild. Vielleicht habe ich es schon vorher mal eingeblendet, aber noch jetzt in diesem Sinne. Da seht ihr einmal die Razor Crest. Das war ja auch ein exklusives Toy, was neu rauskam von Mandalorian bei Hasbro. Und dann gab es noch diese Segelbaracke, die ging in die Tausende. Ich glaube, 3000 Euro oder so musste hingeblättert werden dafür. Also Wahnsinn. Und es gab irgendwie das Teuerste, was ich gehört habe, was da irgendwo von Star Wars, glaube ich sogar, oder? Nee, Motu von Masters. War wohl ein He-Man für 10.000, also oder irgendwas. Ich habe es aber auch nur gehört. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe einen Java von 1978 oder 77 gesehen auf Karte. Da stand mal eben 1000 Euro drauf. Ja, ansonsten Transformers habe ich so ein paar gesehen auf Karten. Alten Bumblebee von damals mit 300 Euro. Ja, ist es auch wahrscheinlich wert. Da stimmte mir die Karte aber nicht. Sie fand sie ein bisschen... Es muss stimmen. Es muss einfach stimmen. Naja, in dem Sinne war es so, dass ich am Anfang eben halt geguckt habe. Ich habe auch bei Captain Future geguckt. Es war echt toll. Es war am Anfang nicht ausgezeichnet, die Vitrine. Da gab es die große Future Comet und es gab die kleine. Gut, die hatte ich. Einen großen Cosmoliner mit den Figuren und es gab einen großen Captain Future. Fand ich auch gut. Preise waren dann aber später, als ich erfahren habe, zwischen 400 und 700 Euro. Das ist auch eine Hausnummer, muss man sich überlegen. Ich habe sehr geliebäugelt mit einem Captain Future Cosmoliner, schön in der Box. Die Box war okay, aber als ich dann reingeguckt habe, ich meine, man wollte glaube ich 175 Euro für haben, anstatt 300, sagt er mir noch so ganz dreist. Und dann guckte ich rein, ja, wirkte ein bisschen vollständig, aber der Cosmoliner selbst, das Fahrzeug, war in einem miserablen Zustand. Überall Abnutzungen, Kanonen abgebrochen, wo ich sagte, hier, das ist noch abgebrochen, die Kanonen. Nein, nein, die sind nicht abgebrochen, da ist nur Farbabrieb. Ich dachte, kannst du mir was anderes erzählen? Die sind kaputt, die sind abgebrochen. Das Einzige war diese kleine Captain Future Figur, die mir auch noch fehlt, denn ich habe den Cosmoliner bei mir in einem wesentlich besseren Zustand, aber ohne Box, und mich hat die Box gereizt, aber nur die Box für 175 Euro oder vielleicht 150, wenn man runtergehandelt hätte. Nee, dann warte ich auf eine bessere Gelegenheit und die finde ich bestimmt. Ansonsten, ja, ich persönlich habe 5 Euro ausgegeben. So, jetzt ist es raus. 5 Euro habe ich ausgegeben und das beim lieben Zodak, beim Zodak Zeittresor. Auch ein YouTuber, ich verlinke ihn auch da unten. Ich grüße dich hier. Wir haben uns am Ende auch nochmal gut unterhalten, beziehungsweise wir haben auch später nochmal geschrieben über Facebook, durch Kommentare. Und da hat er mich auch nochmal dann erkannt. Und der kommt auch aus meiner Hamburger Gegend. Das fand ich auch sehr klasse. Und lieber Zodak, danke dir für dieses schöne Ladybird Transformers Buch. Wir haben ja 5 Euro. Es fehlte mir noch, es gibt ja glaube ich 15 Stück. Und mir fehlen jetzt glaube ich noch 2 Stück. Also ich habe die fast komplett. Wahnsinn. Decepticons Underground. Es ist ein Jugendbuch, wo gezeichnet sind die Geschichten untermalt durch Zeichnungen, so rum gesagt, aber auch mit coolen Figuren. Die sind, man sieht es ganz deutlich, abgemalt,
nach den Toys und ich finde das toll. Das sind UK, also englische Bücher, keine amerikanischen. Das war mein großer Kauf auf dieser gigantischen Toyplosion. Ja, okay. Es musste stimmig sein. Ich musste einfach das finden, was mir gefällt. Und was soll man mitgehen und nur einen Frustkauf? Das wollte ich nicht. Aber ich hatte trotzdem keinen Frust, dass ich einen Frustkauf benötigt habe. All das zu sehen, all das zu erleben, das war es mir wert. Und ich bin ja nicht ohne was nach Hause gegangen. Ich habe auch noch Sachen hier bekommen, die ich ertauscht habe vom lieben Bürgermeister. Und damit bin ich auch sehr, sehr glücklich. Auch wenn ich noch zwei kleine Sachen vergessen habe, beziehungsweise die bei ihm liegen geblieben sind. Aber das ist Schwamm von gestern. So, mein Bruder hat aber richtig zugelangt. Naja, ich kann euch die Preise nicht nennen, weil ich die absolut nicht kenne. Ich muss da so ein bisschen raten. Ein paar Sachen kenne ich. Ich fange an mit Star Wars. Er hat zwei Star Wars Figuren aus der Black Series sich mitgenommen. Die waren aber herabgesetzt. So zwischen 10 und 20 Euro, glaube ich, haben die gekostet. Ich glaube, eine 10, eine 20. Und zwar hier die Bad Batch Figuren. Könnt ihr sehen. Die Bad Batch. Das ist, hier müsste das Tech sein. Bin ich nicht? Nee, Echo. Das ist Echo. Also Echo. Richtig cool. Und hier haben wir, glaube ich, das ist Tech. Hier auch. Das ist schon die nächste Version der Auflage, weil vorher haben sie noch ein Fenster gehabt. Jetzt haben sie hier nur noch eine Artwork, weil sie wollten Plastik sparen. Im Endeffekt, das finde ich auch schwachsinnig, weil sie sind auch beschichtet und so weiter. Aber sehen toll aus. Echo und Tech, die hat er sich eben halt gekauft. Und eine Figur, die hat er schon sehr lange geliebäugelt, wollte er schon immer haben, aber die war halt out of print. Eine etwas größere Figur, die ist auch schon etwas älter, wie gesagt. Und zwar Jaina Solo, eine der Töchter von Han Solo und Prinzessin Leia, aber aus dem Legacy-Universum, also nicht dem aktuellen, sondern den alten Romanen. Und das gab sie in, als von Artfix in einer Bishoujo-Figur von Kotobukiya. Auch richtig cool. Und hier eben halt, ihr seht, kleines Fenster, aber sehr gut gearbeitet. Ihr könnt die Figur ganz sehen. Auch richtig edel, die Verpackung hier, eine schöne Zeichnung, richtig klasse. Ja, hinten nicht so viel, aber auch nicht schlecht. Dafür hat er, glaube ich, 150 Euro bezahlt. Sie wird weitaus teurer gehandelt inzwischen. Hat aber auch, ich glaube, der Originalpreis lag um die 100 mal. Also in dem Sinne ist es nicht unbedingt jetzt super teuer gewesen. Aber da hat er lange geliebäugelt, hat auch lange gewartet. Der Händler hatte sie erst irgendwie reserviert für jemand anderen. Der kam nie an und gegen, ich sag mal, Feierabend zum Ende hin, hat mein Bruder mal gefragt, wie sieht's aus? Ich möchte sie mitnehmen. Ja, und dann hat er gesagt, okay, komm, kannst du haben. Ja, so kam die in unsere Sammlung oder die von meinem Bruder. Dann hat er noch sich noch eine Figur mitgenommen. Und zwar hat er mitgenommen diese Dark Samus Amiibo-Figur. Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, was er dafür bezahlt hat. Das hat er mir nicht gesagt. Aber ich sag mal, vielleicht Normalpreis. Dann dafür hat er, glaube ich, 20 Euro oder so bezahlt. Das ist eine Custom-Made Backcard von einer Figur. Wegen dem besseren Artwork. Es gibt ja welche, die machen auch gern Custom-Made Star Wars Backcards. Hier könnt ihr sehen, von Darth Talon. Da gibt es noch eine Plastikcase dazu, sodass man die Figur auch da reinkleben kann oder so. Richtig cool. Ihr seht das hier. Ne, richtig schönes Artwork. Das ist ein Artwork vom Comic. Auch hier hinten gut aufgemacht, wie die echte Karte. Aber hier unten steht es natürlich, dass es reproduziert wurde. Ne? Aus dem Sinne. Das ist auch ganz wichtig, dass man das jetzt nicht als Fälschung ergattert oder bekommt. Ja, dann hat er noch, da kann ich euch aber auch nicht den Preis nennen, vom Tokyo Pop, der deutsche Comic von The Legend of Zelda, A Link to the Past. Oder Manga. Dann für 1,50 Euro das Stück, zwei Blu-rays, die er da gesehen hat mit Jackie Chan. Wir sind ja große Jackie Chan-Fans. Er hat aber dann nicht gemerkt, weil sich in unserer, wir haben eine Liste, weil wir so viele Filme haben, verguckt hat. Ja, so hat er dann sozusagen nochmal mitgenommen. Den haben wir leider schon, aber für 1,50 Euro, das ist kein großer Verlust. Vanguard, auch kein schlechter Actionfilm und sehr, sehr lustig. Skip Trace, Jackie Chan und Johnny Knoxville, auch richtig unterhaltsam. Die beiden Filme hat er gekauft.
Wie gesagt, gab es da für 1,50 Euro hatte jemand verkauft und da kann man auch nichts sagen, das Stück. So, dann habe ich jetzt hier, ach so, hier ist das Case drin. Das ist das, was hier sozusagen aufgeklebt werden würde. Und man kann die Figur dann sozusagen da reinpacken und dann hat man ein eigenes Case. Das sieht doch klasse aus. Kann man wirklich nichts sagen. So, und mein Bruder hat dann, wurde dann noch fündig bei dem, ich glaube, da wurde die Blu-rays gefunden hat im Stand. Da, der hatte auch noch Module für ja, fürs Mega Drive und Master System. Und pro Modul 1,50 Euro. Nee, 3 Euro pro Modul. Also da kannst du aber auch nichts sagen. Das ist super günstig. Und hier hat er jetzt mitgenommen, hier muss noch mal gereinigt werden. Hier ist noch ein Aufkleber an der Seite, aber es funktioniert alles. Von WWW Wrestling oder von World Wrestling Federation das Spiel Raw fürs Mega Drive. Dann das Sondermodul, auch hier ist noch ein Aufkleber, der nochmal entfernt werden muss, eben halt, weil es ein anderer Chip ist, ein VR-Chip ist, Virtual Racing. Wie gesagt, für den Preis kann man echt nichts sagen. Und dann haben wir jetzt hier noch 3 Master System Spiele rein, die Module. Einmal The Ninja. Nicht Last Ninja, das ist ein anderes Spiel, aber irgendwie genauso cool. Ich wollte die früher mal haben, deswegen wegen der Sache. Aber es hat ein zu einfaches Cover gehabt, deswegen habe ich es nochmal vergessen. Aber hier haben wir fürs Master System Disney's The Jungle Book. The Jungle Book, das Dschungelbuch. Und ein Klassiker, der wirklich wichtig ist, leider hier oben nochmal den Titel drauf geschrieben worden, aber es macht nichts. Für 3 Euro kann man echt nicht sagen. Indiana Jones and the Last Crusade, ein schöner Action-Plattformer. Auch fürs Master System. Ja, richtig klasse. Wie gesagt, gab es für je 3 Euro. Und da kann man echt nichts gegen sagen. Gut. Und jetzt bin ich bei den Sachen, die ich ertauscht habe mit dem lieben Bürgermeister. Ja. Das waren sozusagen die Pickups von der Toyplosion. Ja, man hätte natürlich super viel mitnehmen können. Ich hätte super viel Moto mitnehmen können und so weiter. Aber wenn man es nicht sammelt, was sammelt man nicht halt? Ne? Das, auch von Ghostbusters, also Figuren gab es da. Also es gab so viel. Turtles hätte auch viel. Aber es sind alles nicht meine Sammelgebiete. Also kann ich leider nicht sagen. Ich entschuldige mich schon dafür. Ist auch schwachsinnig. Egal. Aber ihr seht, schöne Sachen gefunden und es musste stimmig sein. Und die Atmosphäre, die Menschen, das war einfach das Beste überhaupt. Ja, und ich habe jetzt natürlich auch noch schöne Sachen bekommen vom lieben Bürgermeister. Und ich zeige euch jetzt die Sache, was er mir geschenkt hat. Ist jetzt nicht hundertprozentig vollständig, aber darum geht es nicht. Hier unten ist noch eine Lücke, da war noch irgendwas drin, egal. Einmal Sideburn, das ist aus der Robots in Disguise Serie von 2001. Eine Transformers-Serie. Das hat er in einem Tausch mitbekommen und braucht es nicht und das hat er mir überlassen. Eine richtig coole Figur. Verwandelt sich richtig gut. Wo stelle ich das jetzt hin? Ja, lege ich mal dahin. Das, wie gesagt, ja. Ja, ist eine schöne Figur. Ich habe den in Blau, ich komme gerade auf den Namen dann auch nicht. Aber ja, passt sich gut in meine Sammlung ein. Ja, dann hatte er schon eine Tüte mit Tim und Struppi Figuren. Das sind Figuren, die von Burger King, glaube ich, sind. So hier so Figuren. Zeige ich euch in einer Fotoaufnahme lieber, weil es sind so viele Kleinigkeiten. Auf jeden Fall richtig toll. Und was er auch mir dabei gelegt hat, muss ich hier gucken. Da ist der zweite. Noch 2 Pins, auch die zeige ich euch gleich in einem Foto. Richtig cool. Mit einmal ein Sonic 2 Pin mit Sonic und Tails. Richtig cool. Und der zweite Pin. Müssen wir mal gucken. Sieht aus wie Happy Hippo. Ich kann sie nicht. Ich weiß es gerade auswendig nicht. Limited Edition. Ravensburger, nein, das ist zu diesem Ravensburger Spiel. Nie für den Achterbahn könnte das sein. Oder so. Vielleicht steht hier Ravensburger drauf, Limited Edition. Müsste von einem dieser Ravensburger Spiele sein. Richtig cool, also dafür auch nochmal danke. Richtig coole Sache. Na, bleibt liegen.
Naja, und dann gab es noch weiter zwei Sachen, bevor ich weiter zum Toys gehe oder so. Dann hat er mir noch überlassen, das braucht er nicht mehr, von Phantasmagoria die Big Box, da ist nichts drin. Aber ich habe das Spiel noch lose und somit vervollständigt, wird das als Vervollständigung dienen. Na, steht das da? Ja. Genau. Und was jetzt nicht bei mir in der Sammlung bleibt, weil ich bin kein Horrorfan, ein Poster, ein Kinoposter von Hostel oder Videothekenposter, ist nicht mein Film. Deswegen werde ich das nicht behalten. Aber danke dafür auch auf jeden Fall. Und ja, jetzt kommen noch zwei Highlights, die er mir überlassen hat. Zu einem Mask T-Bob. Richtig cool, das fehlt nur, oder ist, hat sich der Aufkleber vom Mund gelöst. Ist aber nichts weiter als ein roter Streifen. Den ersetze ich. Richtig cool. T-Bob habe ich in meiner Jugendzeit gehabt, als ich auch Mask gesammelt habe, aber leider nie, nie gehabt. Also nicht mehr gehabt sozusagen. Ich habe ihn leider verkauft. Und ein Fahrzeug, was ich immer haben wollte, aber nie hatte. Und zwar ist das hier Jackhammer. Jackhammer ist ja ein Fahrzeug, was ja, ich immer haben wollte. Ich hoffe, ich verwandle das richtig. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier so richtig verwandelt wird, muss ich ehrlich sagen. Vorne. Ich mache wahrscheinlich alles falsch. Vorne klappt das auf, die Kanonen gehen raus. Ich weiß gar nicht, wo der Knopf dafür ist. Hier oben geht das so. Genau, hier geht das raus. Und vorne muss auch irgendwo ein Knopf sein, den ich jetzt nicht finde, ehrlich gesagt. Leider, dann fährt noch das bisschen weiter raus und hier kommen noch die Kanonen raus. Richtig cooles Fahrzeug. Ich habe es nie besessen. Wollte es immer haben. Und ja, jetzt habe ich es. Die Figur habe ich schon bereits, da fehlt mir nur noch die Maske und dann bin ich vollständig. Einziges Manko, dann werde ich wohl Ersatzsticker mir besorgen müssen, denn hier hat jemand mal die Sticker falsch aufgeklebt. Das passiert leider auch. Ja, ich gucke gerade, was habe ich noch hier zu zeigen. Es gibt noch einiges zu zeigen. Auf jeden Fall das, ihr seht ja, ich habe noch was Schönes mitgenommen durch meine Reise zur Toyplosion. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich. Und ja, der nächste Teil, den ich jetzt hier zeige, habe ich bekommen vom lieben Manuel von Sammlerschutzhöhlen.de. Der war ja nicht dort, der war auf der Gamescom, hat dort eine schöne Retro-Ausstellung gehabt, auf die ich mich auch noch freue zu sehen. Ich habe auch nur Anteile davon gesehen. Der konnte leider nicht da sein, wäre aber auch aus Spaß gerne da gewesen. Also ich grüße dich hier, lieber Manuel. Und von dir habe ich Sachen bekommen, also ich... ja, er hat auch Sachen von mir bekommen, aber ich habe von ihm ein paar richtig coole Sachen bekommen. Ein paar Games und auch ein Werbeteil. Und als Werbung habe ich bekommen von Tales of Celia dieses Poster. Dieses Puzzle. Das ist, glaube ich, von GameStop exklusiv mal gewesen. Richtig cool. Ja gut, passt jetzt hier nicht rauf. Das Foto kommt später. Und drei Games hat er mir überlassen, die er nicht mehr benötigte. Zum einen Spirit Camera für den DS. Auch vollständig. Spirit Camera gehört zum Project Zero Universum, wird sozusagen mit der Kamera vom 3DS oder vom 3DS gesteuert und man kann sozusagen muss Geist einfangen und Rätsel lösen. Richtig klasse. Ja, lege ich auch erstmal zur Seite, weil hier passt jetzt nicht mehr rauf. Und noch zwei weitere Games für die PlayStation 4, noch sealed. Hier haben wir Street Fighter 5 Champions Edition und Contra Rogues Corps. Das habe ich auch noch nicht gehabt und somit richtig klasse. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ja, das waren fast alles meine... Ne, das ist Wahnsinn und ich bin völlig begeistert und was ich jetzt hier alles mitgenommen habe und mir fehlen schon fast die Worte, dass ich wieder einen Schluck trinken muss. Auf jeden Fall, ja... Das kann sich doch sehen lassen, oder? So, und jetzt habe ich noch ein echtes Highlight, kurz zu zeigen. Das ist mir so ein Teaser, weil es wird noch ein zweites Video geben. Denn nach der Toyplosion, wie ich gesagt habe, habe ich den lieben Matt besucht. Und der liebe Matt, mit dem haben wir einen... Ja, er hat ja nicht nur seine Mini-Toyplosion erlebt, indem er bei uns gestöbert hat und noch ein paar Sachen ausgesucht hat. Wir haben getauscht gegen Star Wars. Und... da sind geile Sachen dabei. Aber nichts sei jetzt hier gezeigt. Das ist eine Überraschung für ein anderes Video. Das
gebührt auch ein eigenes Video. Aber er hat mir auch etwas geschenkt und das zeige ich hier, also zeige ich auch nochmal in dem anderen Video, aber das muss ich euch hier zeigen, denn das ist etwas ganz Besonderes und das ist auch etwas, was mir echt zu Herzen geht und ich werde das auch im Ehren halten, weil es ist etwas, ist auch persönliches Geschenk und es ist auch wie ein Geschenk der Freundschaft, ne? Und das ist einfach klasse und ich zeige euch das. Es ist für mich etwas in der Art, habe ich zum ersten Mal in den Händen gehalten. Ansonsten, ja, kenne ich es gar nicht. Detaillierter werde ich dann in dem anderen Video drauf eingehen, aber er hat mir geschenkt ein gegradetes Comic von Star Wars, ein Marvel-Comic von Januar 1980. Es ist eine 8.0, eine sehr gute Gradung und ich bin völlig begeistert. Das ist wie eine Auszeichnung, die er mir verliehen hat. Ich habe noch nie was gegradetes in dem Sinne persönlich besessen. Ich bin auch nicht so der sich mit Grading so stark beschäftigt. Natürlich weiß ich, was gegradet wird, aber ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal was besitzen werde. Und vor allem ist das auch keinen Wert hat. Also in dem Sinne ist es schon was Besonderes und ich bin super begeistert davon. Ich danke dir nochmal. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, lieber Matt, ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder treffen. Auch leider wohnst du zu weit weg, dass ich nicht mal so eben vorbeifahren kann. Ja, und wenn bevor ich noch sentimentaler werde, das Video ist jetzt auch schon recht lang und ich bedanke mich fürs lange Zuhören, Zuschauen. Die Toyplosion war einzigartig. Ich bin nächstes Mal auf jeden Fall wieder dabei, egal ob ich was kaufe oder nicht kaufe. Ich werde auf jeden Fall wieder einen Stand haben, weil ich habe so viel Zeug dort, was ich auch da beitragen möchte, dann auch mit meinen Sachen für diese Toyplosion, damit sie auch noch erfolgreicher wird oder beziehungsweise damit da auch was zu sehen gibt. Ja, ansonsten, was kann ich denn noch sagen? Ich bedanke mich bei allen Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, mit allen, denen ich tolle Gespräche geführt habe. Und ich musste erstmal nochmal anfangen mit den tollen Organisatoren, die das alles auf die Beine gestellt haben. Das war großartig. Es war eine tolle Veranstaltung. Und wie ich sagte, Kritik, was da auch einfällt, sind Kleinigkeiten. Dinge, die man leicht verbessern kann. Und das wird bestimmt. Ja, es wird wieder ein Abenteuer werden, wenn ich nächstes Jahr, wenn da eine stattfindet, ich bin dabei. Ja, also nochmal danke, lieber Peter, danke, lieber Aslan und euch anderen Organisatoren, aber mit euch beiden habe ich diese beiden Fotos gemacht. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich das hatte. Danke, lieber Holger, dass wir uns getroffen haben dort. Danke an die Trödelmama für das schöne Gespräch, an den Toy Tenner nochmal, an Sodaks Zeittresor, auch das für mein Comic, also wir haben uns danach auch nochmal unterhalten, eben halt, das war auch super toll, an den lieben Marte, den Ultimate Player, vielen, vielen Dank, wir haben viel Spaß gehabt, an die beiden Spielzeugjäger, Alex und Martin, danke nochmal, das war spaßig, ne? An den Star Wars Sammler, danke dir, auch viel lustig, an den Marc von Bumo TV, wir haben auch uns super unterhalten über Captain Future und wir hätten da auch bestimmt noch viel länger schwelgen können in geile Future-Themen und schaut in all die Kanäle. Ich verlinke jeden Einzelnen, den ich hier nenne, mit seinem Kanal, wenn er einen besitzt, da unten in den Kommentaren oder beziehungsweise in der Infobeschreibung. So, bevor ich wieder aus durcheinander komme, wen habe ich jetzt noch dabei, den ich noch nennen kann? Ja, den lieben Mike von meiner Gruppe, den lieben Jerry von der Gruppe, der Christian, da haben wir, glaube ich, kein gemeinsames Foto, aber wir haben uns auch noch unterhalten. Richtig klasse. Ja, und dann auf jeden Fall möchte ich dem lieben Bürgermeister danken. Ach, dem Retro-Krempel. Ich muss dem Retro-Krempel auch nochmal danken. Wenn ich alle zitiere, den Marco, den muss ich natürlich auch nochmal erwähnen. Du bist ja auch da gewesen, wir haben uns echt viel Spaß gehabt und es ist was anderes. Man fühlt sich wieder den Menschen wesentlich näher und ich hätte nicht gedacht, dadurch, dass ich so viel Entfernung hatte, so viele tolle Freundschaften doch aufzubauen und Bekanntschaften, dass man sagen kann, ey, ja, Toys verbinden. Also das ist auch Wahnsinn. So, jetzt zurück. Lieber Bürgermeister, danke dir für die ganze Gastfreundschaft, auch dir und deiner Familie. Das war ein Abenteuer. Danke für die Tauschdeals und ja, für den vielen Fun, den wir hatten. Ja, und ich muss es noch weiter verdauen, ne? Und ich danke euch nochmal fürs Zuschauen, euch auch. Hinterlasst mir bitte einen Like
wenn ihr euch das Video gefällt, einen Kommentar, da freue ich mich am meisten. Haben wir uns vielleicht auch auf der Toyplosion gesehen und ich habe euch nicht nennen können? Habe ich euch was verpasst? Habt ihr was bei mir gekauft oder hattet was auch immer? Schnackt mit mir in den Kommentaren. Das ist das Wichtige. Ansonsten, ja, liken, teilen, abonnieren. So das Einfache, was man sagt. Aber kommt zur nächsten Toyplosion. Ich habe noch kein Datum, wenn das bekannt wird, dann halte ich euch auch auf dem Laufenden. Aber sie war es wert. Ein Abenteuer ist es, ein Erlebnis. Ihr merkt, ich bin geflasht. Ich habe so viele Worte von euren und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und Toys verbinden.